Das wird schwierig, glaube ich. Also, dass er die Anlagen hat, die Qualität, das Potenzial, auch sozusagen noch Schnellfahrt aufzunehmen und dann den Sprung zu schaffen in Kader, das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass er natürlich jetzt schon eine sehr lange Phase hat, wo er sehr wechselhaft auch gespielt hat, eine lange Verletzungsphase. Und es hat sich auch gezeigt, in der Historie sozusagen, dass dieses Länderspiel doch, das letzte vor einem großen Turnier, doch häufig ein starkes Signal vom Bundestrainer war auch, okay, auf welche Spieler ich setze. Und auch bei der ersten Elf jetzt sozusagen, Richtung Startformation. Und deswegen glaube ich, dass es für ihn schwierig wird. Auch wenn mit Sicherheit die Tür nicht zu ist für ihn, weil er ein besonderer Spieler sein kann. Aber ich glaube, es wird schwer. Es gibt nichts Schlimmeres häufig, als wenn die Mannschaft einfach feststeht. Selbst wenn die Mannschaft dann nicht gut spielt, einfach so, sagen wir, zementiert ist diese Aufstellung. Dass man auch dann nicht wechselt, sondern ich glaube, und das hat er geschafft nach der Europameisterschaft, wieder die Mannschaft auch zu beleben. Der Erfolg natürlich beim Confed Cup mit den vielen jungen Spielern hat ihm extrem geholfen und da haben die Etablierten auch gemerkt, okay, der WM-Titel 2014, wunderbar, herausragende Leistung, aber jetzt geht es um neue Ziele und das hat er gut gemacht, dass einfach junge Spieler auch die Chance haben, jetzt ein bisschen die Mannschaft durchzuwirbeln.